in Bedrängnis. Dioran erreichte mit seiner Schar schließlich die Ausläufer des südlichen Ätherwaldes. Oh. Da drüben, die Wälder der Elfen. Frisch auf, setzen wir über den Bach und dann zügig durch die Hügel. Seid auf der Hut, Dioran. Seit Jahr und Tag betrat keines Menschen Fuß diesen Wald. Wer weiß, wie man uns empfängt, besonders nachdem Kommandant Loris sie riskiert hat. Wo sonst wäre was über die Herkunft der Untoten zu erfahren? Wir müssen es wagen, wenn wir nicht die ganze Mark lebenden Leichen anheimfallen soll. Das dürfen wir nicht zulassen. Wie dem auch sei. Wir müssen nicht blind in den Wald stürmen. Selbst wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Elfen uns angreifen, wir wissen nicht, was für Gefahren noch im Wald lauern. Wohlan, schreiten wir Informationen voran. Zwei Brüder habe ich bereits an diesen Schurken Dioran verloren. Ich lasse nicht zu, dass der zu den verwünschten Elfen gelangt. Woher wird er sterben? Da muss ich hin. Nee, da oben gibt es diesmal kein. Also da oben gibt es kein Dorf. Okay. Ich hole mir natürlich jetzt erstmal meine treuen Leute. Oh, ich habe wieder keine Plätze mehr, ne? Ach ja. Oh, ach verdammt. Ich lade das nochmal Runde ein. Ich schicke einfach mal nach da oben. Wir haben eine weite Strecke zu durchmessen. Wo bleiben bloß unsere Reiter? Den Speerfisch hole ich auch wieder mit rein. Ist hier relativ gut gelegen eigentlich. Ah. Kommandant Dioran, ich erhielt Befehl, mich euch mit meinen Reitern anzuschließen. Ihr könnt nur Kavalleristen rekrutieren, das ist gut. Bei denen schicke ich jetzt nach da unten. Ich kann dann dadurch, wenn die anderen hier oben lang gehen. Er braucht nur ein bisschen. Und die Bauern holen wir natürlich auch mit rein, ne? Wo schicken die denn die Fledermaus denn? Ja, das ist bloß ein Baum. Wir bringen Licht in die Sache. Ja, der war scheiße. Der Joke und der Kampf. Das war gar nicht so übel. Komm, Garrick, zeig ihnen, was deine Klefe ist. Schade, dass er dem halt irgendwie, ich glaube, noch halben Damage macht oder so. Wir haben noch 17 Gold. Will ich noch was Neues rekrutieren? Wir holen den Kavalleristen mit rein. Haha. Und dann geht Dioran erstmal selber nach oben.
Vielleicht sehen die ja was, was ich nicht sehe. Und das ist blau. Warum auch immer blau, aber... Aber ich liebe die Animationen. Der war gut. Ups. Ja, okay. Lassen wir so. Das lassen wir so. So, der Kavallerist, der geht aber nach da oben. Kommt Garrick dran. Komm, Garrick. Ich will mal, dass Garrick aufsteigt. Ich habe den noch nie aufsteigen lassen. Ich habe den aber tatsächlich an diesen anderen Runden, die ich gespielt habe. Ich weiß, ich habe den immer erkunden lassen. Ich hab den in der vorherigen Map, ich hab ihn einfach nach da oben geschickt, wo der Bogenschütze war. Der war so die ganze Match lang, war der einfach die ganze Zeit irgendwo anders gestanden. Auf irgendwelchen Dörfern. War so dumm. Damn. Garrick hat auch mal verdient, ein bisschen Erfahrungspunkte zu bekommen. Okay. Ein Kürassier wäre halt schon richtig neat, ne? The neat part is, you don't. Oh, nice. Ich habe auch übrigens die Sounddateien gefunden von Westmod. Also wenn ich mal irgendwelche extra Videos mache oder so, dann kann sein, dass da ein bisschen Musik von Westmod mal vorkommt. Oder spätestens, wenn ich mal selber D&D wieder, wenn ich in D&D wieder DM'e, dann benutze ich die definitiv. Ich mag die Musik von Westmod richtig. Ist ja eher open. Das ganze Game ist ja Open Source, also. I guess wird dann die Musik wahrscheinlich auch Open Source sein. Ich habe auch noch die alte Musik von den Untoten zum Beispiel. Also, ich habe noch ein paar Tracks, die mal rausgenommen wurden. Ich habe da extra aufwendig geguckt nach den Liedern, sprich nach den Stücken, weil die sind auch in alten Versionen noch vorhanden. Und habe ich das einfach mal, rausgeholt. Einfach mal extrahiert, was ging. Ich weiß nicht, ich finde die Musik irgendwie ein bisschen zu freundlich für das, was gerade passiert. Das erinnert mich irgendwie slightly an wieder an Herr der Ringe Online. Muss ich auch mal wieder spielen. Ich würde den Epos weitermachen eigentlich. Ich habe da mal random einmal gestreamt, das weiß ich noch.
Aber ist bei dem einen Mal geblieben. Jetzt Dioran, triff doch mal. Das ist eine 50% Chance. Ja, gut, dann lasse ich die beiden da stehen. Dann schiebe ich da rüber. Der sollte, geht nur bis dahin. Ah, okay. Dann wieder die Geschichte, ne? Weil ich kann ihn ja eh nicht töten, also. Gespeichert. Damn. Ist auch ein Langbogenschütze, das ist schon mal nice. Ja, mit denen warte ich jetzt noch. Guck mal, ob ich hier die Dings loswerden kann. Die Fledermäuse. Also ich kann bis dahin auf jeden Fall ziehen mit beiden. Jetzt mal nicht, dass er da angreifen wird, aber bezweifeln sollte ich das auch nicht unbedingt, ne? Oh, Junge, Alter. Also der Move, ne? Ich hab jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass der den Dings angreifen wird. Nur dass er jetzt nicht angreift. Und jetzt gehe ich mit denen dahin. Und dann töten die Fledermaus. So. Wieder gut. Ich Stufe 2. Der hat giftige Wurfmesser, ne? Ah, ne, hat er nicht. Er hat nur Wurfmesser. Okay. Verdammt. Nicht mal mit der Macht der Untoten können wir diesen Kommandanten besiegen. Das haben wir nur falsch gemacht. Recht geschieht's ihm, verdammte Banditen. Ob das der letzte der Banditenbrüder war?
Selbst wenn die Banditen besiegt sein sollten, da wäre noch das Problem mit den Untoten. Wenn wir Abhilfe schaffen wollen, müssen wir die Elfen heil erreichen und herausfinden, ob sie mehr über diese Untoten Abscheulichkeiten wissen. Ja. Ich glaube, das ist nur noch die eine Fledermaus übrig, I guess. Hauptmann, Stufe 2. Ich kann auch eine Streitkolbenattacke. Ich schicke die mal alle nach oben. Sonst gibt es ja mal keine Dörfer mehr unten, ne? Ja, nur noch die zwei da oben. Aber die lassen wir einfach. Ja, halt! Wer wagt es, unsere Stadt ungebeten zu betreten? Erwäge deine Worte, die Strafe für unerlaubtes Durchqueren unseres Landes ist der Tod. Wie lautet dein Name? Deora. Haltet ein, dieser junge Mann trägt die Farben Wessnots. Nicht alle Menschen sind Feinde unseres Volkes. Sprich, Mensch, was führt dich in die heiligen Hallen von Elrath? Ich suche den Weisen Rat der Elfen, werte Dame. Banditen und anderes Gesindel haben Tote gerufen, plündern unsere Dörfer und Gehöfte. Sie kommen über den Fluss aus dem großen Wald, der südlich unserer Lande liegt und den kein Mensch bisher betreten hat. Wir haben bereits einige von ihnen besiegt, doch fürchte ich, dass wir auf Dauer nicht gegen sie bestehen können. Sie kontrollieren die Toten. Haben wir euch nicht einen Boten gesendet, um vor der Gefahr zu warnen? Ihr wart gewarnt vor dem Unheil, und doch habt ihr keine Vorkehrungen getroffen. Ich möchte keine Ausflüchte machen. Ich bin gerade erst seit einer Woche hier, zugegen. Ich weiß nicht, warum der vorherige Kommandant euren Rat ignoriert hat, aber ich versichere euch, ich werde nicht denselben Fehler machen. Das hoffe ich für euer eigenes Wohlergehen. Die Elfen wissen um den großen Wald im Süden und haben seine Wege oft beschritten. Und was wisst ihr über die Untoten? Meine Antwort hängt von euren Motiven ab. Was würdet ihr tun, wenn ihr über die Geheimnisse der Ahnen wüsstet? Ich gedenke meiner Männer über den Fluss gen Süden zu führen und dem Übel Einhalt zu gebieten. Eine rosige Vorstellung, ein Mensch ohne Kenntnisse der mystischen Künste hat keine Chance gegen die Untoten. Ich habe bisher unsere Lande erfolgreich verteidigt und unsere Männer aber nur in Kämpfen gegen andere Menschen. Solche faule Abnormalitäten zu bekämpfen ist eine andere Geschichte. Aber sicher kann ich nicht untätig zusehen, wie die Untoten sich unserer Lande bemächtigen. Ich habe ihn gewarnt, dass die Elfen nicht leicht mit sich reden lassen würden. Das stimmt, aber er hat nicht Unrecht. Wenn wir nichts tun, werden unsere Leute den Untoten zum Opfer fallen. Genug davon. Ithilil ist den Untoten gegenübergetreten. Sie wird am besten wissen, welchen Rat wir den Menschen gegen diese Monstrositäten geben. Du zeigst wahrlich Mut, sich diesen Wesen entgegenzustellen, aber ich fürchte, allein würdet ihr scheitern. Es gibt einen Elfen, der um die Geheimnisse der Untoten weiß. Sein Name ist Mebrin, er lebt zurückgezogen, aber weiter südlich. Ich will euch zu ihm führen. Seid ihr euch dessen sicher?
Der Weg in den Süden ist nicht länger sicher und Mebrin ist auch nicht mehr so mächtig, wie er einst war. Ihr wollt doch nicht einen unserer größten Helden in Gefahr bringen, Ithilil. Ach, der Schreckslayer ist wieder da. Oh, ach, jetzt habe ich geklickt. Ach, so sei es. Dafür wäre ich euch ausgesprochen dankbar, hohe Dame. Tal der blühenden Bäume, der Südwald. Das ist die sandige Einöde. Okay.